Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir müssen in die geheime Welt von Tabanta. Hallo? Ja, das ist doch die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Stehen ist rum, los, Doki. Vorwärts. Oh, erstmal gleich ein Fragment finden, alles klar. Und wir formen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, zu Fuß können wir den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ich habe da schon eine Idee. Es wurde doch auf diesem Schild von Pegasus-Stiefeln geredet. Und wir haben noch einen Schuhmacher in der Stadt, oder nicht? Schuster. Es ist Schuster? Ich weiß es nicht, Mann. Ist doch doof. So, will hier wer? Momente, irgendwer? Nee? Okay. So, hier kommen wir nicht rein. Kommen wir hier jetzt eigentlich rein? Nein, immer noch nicht. Ah. Okay. Moment. Oh. Hallo? Oh, hallo. Es ist stets eine Freude. Ja, verschiedene Sorten Tiro. Du kannst dir eine Flasche mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Wirklich, dass mehr Glücksfragmente auftauchen. Okay. Oh. Grüne Tiro bewirkt, dass mysteriöse Muscheln auftauchen. Nee. Rote Tiro bewirkt, dass mehr Herzen auftauchen. Alles klar. Okay, dann wissen wir Bescheid. Das kommt aber erst später. Das brauchen wir später mal dringend. Haben wir nicht. Schade. Okay. Hallo? Hallo? Okay. Ha. Oh, hallo Minish. Hallo. Ah, du bist vielleicht Doki, der Mensch, der für Melta das Schwert überarbeitet hat. Du bestreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Toll siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen, aber ich muss Schlummen bei der Arbeit helfen. Du hast Pegasus-Stiefel? Das trifft sich gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht, als Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuhen noch den letzten Schliff geben. Wenn Schlafmütze Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr auf. Willst du ihn wecken, soll es zum Laden der Hexe Syrup gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Ah! Danke! Will einer von euch Fragmente vereinen? Nee, okay. Gut, jetzt können wir nämlich auch zu Lohnlohn fahren, bin ich der Meinung. Oder? Ich glaube ja. Weil anders kommen wir, glaube ich, nicht in den Wald. Ja, das könnte sein. Gucken wir mal. So, Fragment? Fragment? Hallo? Beife? Seife? Was ist Seife? Moment, irgendwer? Ah, nee, scheint nicht so. Wir könnten jetzt hochgehen und uns eine Truhe holen, aber nee, das machen wir jetzt nicht. Hallo? Oh, Moment. Das haben wir nicht. Die Tür ist zu, der Schlüssel weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist mal aus. Oh, das ist nicht gut. Ach je, ich wollte doch in die Stadt London mich verkaufen. Keine Panik auf der Titanic. Wir machen das. So, wir können jetzt hier durch dieses kleine Loch, wo Merin vorher, nicht Merin, doch Merin. Merin? Wo das Mädchen den Weg versperrte. Aber, ach nee, wir müssen ja jetzt, stimmt, den Schlüssel übergeben an einen von den beiden. So. Willst du den Schlüssel? Ah, oh, nee, okay. Dann will er den Schlüssel. Hallo. Hey. Oh. Oh, wahrhaftig, der Schlüssel zu fahren. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast. Aber egal, vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Doki? Ah, ein guter Name. Danke, ich weiß. Wenn du zu Mylia See willst, kannst du gerne durch ins Haus gehen. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank, Doki. Komm bald wieder vorbei. Mach ich, denn ich muss hier durch. So, hallo. Ich bin der Meinung, man kann auch mit Kühen irgendwann ein Fragment vereinen. Aber, wie ruhig es hier ist und die Kühe sehen wohlernährt aus. Ja, das stimmt. Oh, hier ist eine Höhle, aber ich will erstmal hier unten reingehen. Das ist ja durch ein Fragment geöffnet worden. Oh. Wir können noch mehr Rubine tragen. Haben wir jetzt nicht schon das Maximum? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Oh.
Waren wir schon komplett durch? Ja doch, ich bin der Meinung, ja. Ruf die Rubine. Alles klar. Gerade die größere Geldbörse und gleich Rubine. Ah, okay. Ja, hier bringt uns das alles noch nichts. Okay. Ja, da seht ihr, ist so ein kleiner Gang. Da ist auch etwas erschienen, Leute. Aber da können wir noch nicht rein. Durch ein Fragment ist da was erschienen. Hallo. Hüllersee, Laden der Hexe Sirup. Okay. Ja, da müssen wir eh... Also wir müssen gleich eben hier oben lang. Deswegen gehe ich erstmal nach hier. Denn hier können wir jetzt gleich das Event triggern, dass wir in den Laden müssen. Von dem Stadtladenverkäufer-Typ da. Denn er hier braucht etwas zu essen. Mein Herrchen Aya kommt immer so spät nach Hause. Er braucht was zu essen, das müssen wir ihm sagen. Haben wir nicht, Mann. Und dann gibt er uns ein Glas. Eine Flasche mit Hundefutter drin. Und die Flasche dürfen wir dann behalten. Das wäre dann halt eine neue Flasche für uns. Ich glaube, ja, hier ist auch noch nichts, genau. Okay. Ja, das war's erstmal hier. Jetzt müssen wir halt zur Hexe Sirup. Und das machen wir, indem wir erstmal diesen Stein hier bewegen. Und jetzt hopp, hier hochfallen. Oder springen. So, da ist die Truhe, die erschienen ist durch das eine Fragment, was wir vereint haben. Ich gucke jetzt mal nach hier hinten. War hier irgendwas? Ja, eine Truhe. Mit einem Fragment. Ja, das nehme ich doch gerne an uns, ne? Das nehme ich gerne an mich. An uns, an mich. Egal. Weiß es das Gleiche. Gut. Jetzt wird es eine wilde Fahrt. Oder ein wilder Flug. Oder mehrere wilde Flüge. Zack. Wir müssen nämlich jetzt hier über diesen See fliegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, okay. Wir haben es geschafft. Puh. So. Das machen wir gleich. Bürgermeister Hagars Haus am See. Oh. Nein. Ach, Mann. Und hier unten ist ein Herzteil, glaube ich. Ja. Das ist die andere Seite von dem See, Leute. Oder von diesem kleinen See hier. Noch ein Herzteil fehlt uns. Und ich glaube, hier kommen wir... Nee, da kommen wir noch nicht lang, da unten. Laden der Hexe Syro, Bürgermeister Hagars Haus. Ja, das können wir leider noch nicht besuchen. Laden der Hexe Sirup. Hallo, ich will den Pilz bitte haben. Nee. Mein Kind, eine gute Wahl. Diesen Artikel gibt es nur jetzt. Damit wachst du auf der Stelle auf. Einmal riechen und du bist hellwach. Ein Weckpilz für 60 Rubine kaufen. Ja, gerne. Weckpilz erhalten. Ein guter Einkauf. Großmütterchens blaues Elixier ist auch zu empfehlen. Nee, lass mal. Das brauche ich eigentlich nicht so. Ich habe meine Fee. Das reicht mir erstmal. So, jetzt können wir hier lang. Und erstmal diesen Stein hier. Damit wir hier immer wieder langkommen. Und jetzt können wir noch etwas starten. Na gut, starten glaube ich nicht, aber können jetzt hier hin. Oh, okay. Und den Stein hier schon mal bewegen. Und da versucht ein Gerone gerade die Wand aufzuböllern. Hallo? Also ich will einfach nicht kaputt gehen. Ich brauche Hilfe, um sie einzureißen. Fragmentverein. Yes. Wir haben so viele blaue Fragmente, ey. Genau, durch blaue Fragmente geschehen andere Eigenschaften, also andere Dinge, Events. So wie jetzt zum Beispiel, dass ein Händler in die Stadt kommt und die Roten machen halt Eingänge oder sowas. Oder halt neue Orte frei. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich will viele Fragmente verkaufen. Genau, grün, Schatztruhe. Blau, Event, Personen-Event oder sowas. Perfekt, das passt, jetzt passiert was Gutes. Genau, und rot. Neue Orte, Wege öffnen sich. So, wenn ihr versteht, wie ich das meine. So, und eigentlich dürfte er hier? Oh, hallo? Kein Fragment, okay. Aber ich will auch keine Milch kaufen, tut mir leid. Jetzt ist er hier, hallo? Ja, Fragmente für dich. Welche Form sie haben, ist eine Überraschung.
Okay, kaufen wir einfach mal welche. Ja, komm. 200 Rubinen. Oh, das habe ich ein bisschen sehr spät gesehen. Komm, kaufen wir noch ein Grünet. 50 Rubine, okay, das ist ja chillig. Und das hier kostet dann 100, ne? Ja, gut, komm. Einfach mal alle kaufen, Leute. Alles auch verkauft. Nächstes Mal hab ich wieder was da. Okay. Jeder will kein Fragment, kein Fragment, kein Fragment, kein Fragment. Keiner will Fragmente vereinen, Mann. Du? Nee, okay. Gut, jetzt können wir aber noch... Fragment? 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 Ah, Fragment. Ja. Sehr geil. Jetzt öffnet sich irgendein Weg. Ah, okay. Und es sieht so aus, Leute, als ob sich nur ein Weg öffnen sollte. Oder tut, ne? Aber wenn ihr genau hinseht, seht ihr da so eine kleine Treppe. Oder habt ihr eine kleine Treppe gesehen? Die als Minisch passierbar ist. Und ja, deswegen sind es zwei Wege so gesehen. Also eigentlich, ne? Ein Fragment. Zwei neue Orte. Das ist nett. Oh, hallo. Ein grünes. Das haben wir zweimal sogar. Schön. Wo erscheint die Schatztruhe? Ah nee, da macht sich auch der Weg frei, ne? Aber es ist auch so gesehen eine Schatztruhe, weil da unten erwartet uns bestimmt eine Schatztruhe dann. Mit irgendwas, irgendeinem Inhalt. Aber okay, solche Wege werden also auch von grünen Fragmenten freigemacht, okay. Das ist gut zu wissen. Nein. Nein, okay. So, dann gehen wir erstmal rüber, würde ich sagen. Ey. Ja, Kind, das ist nicht so verkäuflich. In der Flasche ist das Hundefutter von meinem süßen Schnapsu. Wie, du willst die Flasche unbedingt? Was mache ich nur mit dir? Gut, dann geh doch zu meinem Haus und fütter mit dem... gib dem kleinen Schnapsu sein Futter. Dann schenke ich dir... okay. Machen wir. Oh, sehr gut. Dann bitteschön und vielen Dank. Sehr geil. Ich habe mein Haus auf der Karte markiert. Ja, da waren wir schon. Es wird doch auch erst getriggert, wenn wir da waren, oder nicht? Oder nur, wenn wir diesen Teil des Hauses, des Waldes betreten haben. Das kann natürlich auch sein. Nur, wenn wir diesen Teil des Waldes betreten haben. Also den oberen Teil des Tiloria-Walds. Weil sonst konnten wir nur den unteren und erst nachdem wir halt überhaupt die London-Farm und so betreten haben, konnten wir in den oberen Teil. Vielleicht auch... lag es daran? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall immer erst, nachdem man da irgendwie was gemacht hat, kann man sich diese Flasche von dem Typen holen. Joa. Oh. Hab ich nicht. Hallo. Der hat schon wieder neue Fragmente, der Boy, Alter. Ey. Oha. Oh, dieser Geruch. Oh. Der durch und durch geht. Oh, der Duft des Wegpilzes. Hast du mich geweckt? Ah, danke. Ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Was? Hä? Nanu, was ist denn hier los? Es sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen. Du bist hier, weil du unbedingt Schuhe von mir haben willst? Oh, ich schenke dir die Schuhe, weil du mich geweckt hast. Einen Moment, sie sind gleich fertig. Das wäre fertig. So, bitteschön. Schlumms exklusive Pegasus-Stiefel. So leicht, dass du rennst wie der Wind. Yeah, halt den Knopf gedrückt, um zu rennen wie der Wind. Na, ich muss schnell die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Komm wieder, wenn du Probleme mit deinen Schuhen hast. Ja, okay. Und ja, in vielen anderen Spielen sind die Pegasus-Stiefel so ein passiver Gegenstand, aber hier leider nicht. Und wir... ja, rennen nicht mal mit einem Schwert nach vorne gestreckt. Allerdings wollte Maximus. Diese Stiefel, ja. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Maximus. Maxi. Irgendwas. Hä? Wie hieß er denn nochmal? Ich weiß nicht. Ja, ich bin des Willens bei dir zu trainieren. So sei es, ich werde dich die Technik des Auswärts lehren. Ziehe die Pegasus-Stiefel an. Rüste dich mit dem Schwert aus. Laufe los, halte den Knopf für die Pegasus-Stiefel gedrückt. Es vollbracht. Hast du alles verstanden? Jo, hab ich.
Sehr gut, du bist auf... was? Okay. Ist egal, auf welche Knöpfe du das Schwert und die Pegasus-Stiefel legst. Die Schwertechnik muss man mit einem eigenen Körper lernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also die Magnus! Magnus hieß er. Magnus, ah! Sehr schön. So, nun versuche selbst. Rüste den Pegasus-Stiefel aus und renne... Jo! Sehr gut, ich bereiche die Schrift noch der Schwerkunst. Falls du deine Schwertechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Yeah. Und wieder, wenn du hoch und weit springen kannst. Und das ist dann die letzte Schriftrolle von ihm schon, bin ich der Meinung. Ich glaube ja. Das Gute ist hier, wir können halt nach links und rechts lenken. Zwar nicht weit, aber halt ein bisschen zumindest. Das ist halt so praktisch, Leute. Es ist so praktisch. Wir könnten jetzt noch so einiges erledigen, dadurch, dass wir die Pegasus-Stiefel haben. Aber... Machen wir... Ja, doch, einen Teil können wir machen, weil wir hier ja eh schon im Wald unterwegs sind. Dass wir den Screen nicht wechseln, wenn wir... jetzt schon, hä? Okay. Ah, nee. Oh, vielleicht will er jetzt ein Fragment vereinen. Konnte ich hier nicht... Nee. Das war gar nicht hier. Oh. Mann... Warum nicht? Lass uns doch Fragmente vereinen. Ich will es unbedingt. Wir müssen noch mal in die Stadt. Ich habe vergessen, mit einem Boy Fragment zu vereinen, Leute. Es tut mir leid. Es geht auch schnell. Aua. Da lang. Das ist wichtig. Das ist wichtig, Leute. Okay, wir könnten unter Banta eigentlich eh nicht mehr wirklich viel tun. Das heißt, wir können den restlichen Part wieder... Ja. Eigentlich... Ich sag jetzt mal vergeuden in dem Sinne. Nicht mal vergeuden, aber halt chillen und verschiedene Dinge machen. Mit dir. Wir haben das Fragment. Oh, ja. Nice. Endlich. Endlich. Oh, was passiert hier? Eine Schatztruhe? Nein, Leute, es ist keine Schatztruhe. Es ist ein komisches Ei? Oder so? Ha. Ich würde sagen, das müssen wir uns jetzt noch mal kurz ansehen, oder? Seid ihr nicht auch der Meinung? Ich glaube, ja. Ihr seid auch der Meinung. Bin ich mir sicher. Außerdem ist es ja gleich hier unten. So. Oh, ah, ein Teleporter. Zu zwei Glücksfragmenten? Okay. Was ist hier noch so? Oh, hallo. Na sowas, Besuch, eine seltene Ehre. Wie bist du überhaupt hergelangt? Guck mal in den Raum da. Da. Kannst in, weiß ich nicht. Auch mal reingehen. In den Teleporter. Hallo. Keiner glaubt mir, ich habe gesehen, wie ein Geist Opa befallen hat. Oh, ich seh's auch. Erstmal ausrauben. Hallo. Er hätte gedacht, dass Opa Gast so krank wird. Er war immer so gesund. Vielleicht ist er von einem bösen Wesen besessen. Das könntest du haben. Als ich noch jung war, nannte man mich Gasto den Windstoß. Ich war fast ein wenig berühmt. In letzter Zeit fühle ich mich irgendwie so schwer. Ich kann nicht aufstehen. Oh. Ghostbuster. Wer hätte das gedacht? Opa sieht schon viel besser aus. Ja, wie soll ich dir danken? Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich von einem Geist befallen sein könnte. Tja. Hallo. Was? Ich war von einem bösen Geist befallen und du hast ihn vertrieben? Oh, meine Kräfte sind wieder da. Bald kann ich wieder aufstehen. Dein Name ist Doki, ja? Und du hast mich gerettet. Oh. Danke. Ja, okay. Das hattest du gerade schon gesagt. Alles klar. Hey. Hey, ich hab den Geist doch schon befreit, Mann. Dein Ernst? Dein Ernst? Okay. Dann halt. Ne? Okay. Mann. Bin ich nur von dem Opa belohnt. Weißt du? Ich rette das Leben von deren berühmtesten. Von der berühmtesten Person aus deren Volk, ne? Die. Wie danken sie es mir? Gar nicht. Okay, so. Wir beenden jetzt den Part diesmal in Tabanta. Zack, zack. So, hier beenden wir den Part, denn wir können jetzt über den Sumpf sprinten.
Geil, wa? Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!